Ich habe ja noch ein weiteres Tumbleweed-System hier am Laufen. Dann allerdings komplett unter Hyper-V, während meine Woche mit Linux ja auf einem eigenständigen System stattgefunden hat. Habe ich hier das Ganze unter Hyper-V am Laufen, aber auch genauso zufriedenstellend, wie es unter dem eigenständigen System der Fall gewesen ist. Das gerade abgedatet. Heute Morgen gab es noch mal 200 Updates. Es ist ein wenig individualisiert. Ich habe hier ein kleines Mini-Programm laufen. Einmal fürs Wetter, einmal für die Netzwerkgeschwindigkeit, damit man das ein bisschen ja auch kontrollieren kann. Das habe ich getan. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Mini-Programm hinzufügen und habe mir einfach das Mini-Programm rausgesucht, was ich als gut empfand, als gut empfinde. Das sind so kleinere Sachen, die man hier hinzufügen kann, muss man nicht, aber ich nutze es halt. Hier auch das Phänomen mit dem Firefox, und das zieht sich durch alle Distributionen wohl durch. Hier geht es ein kleines bisschen schneller im Start, aber so überragend schnell sehe ich das wirklich nicht. Wir gucken mal gerade hier, was es Neues gibt. Release Candidate. Aha, es gibt ein neues RC für OpenSUSE NIP 15.4 vom Beta to Release Candidate Phase. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als gut empfinde momentan, denn ich muss sagen, mein hier verwendetes Tumbleweed reagiert toll. Also ich bin sehr angenehm überzeugt, sowieso, aber auch hier in dem Tumbleweed und mit den Updates, da gibt es nichts dran zu meckern. Und ich liebe mein System. Ich nutze das wahnsinnig oft. Meistens in Kursen, wo Mail mit zum Tragen kommt. Aber auch um zu demonstrieren, wenn ich hier mit Visual Studio Code mal arbeite und sage mir, du, ich möchte eigentlich eine Datei mal öffnen, wenn es dir so anschaut, wie das alles so ja auch funktionsfähig abgebildet ist und dann auch hier entsprechend verarbeitet werden kann. Natürlich kann ich Visual Studio Code überall installieren oder fast überall. Aber ich finde dieses Zusammenspiel, und bei mir kommt es sehr darauf an, dass ich mich zu Hause fühle. Und das geschieht hier mit dem Tumbleweed sehr, sehr stark. Es ist halt sehr stark orientiert Richtung Windows-User, und das bin ich nun mal von Haus aus, ein Windows-User. Auch die Spielerei, die ich immer tue mit den Hintergründen, das ist natürlich Spielerei, das kostet pro Tag mit Sicherheit 10 Minuten Arbeitskraft. Aber mir macht es halt Spaß und ich finde es toll. Und hier geht es mir nicht mehr um Funktion, die ist abgebildet, die funktioniert. Mail, arbeiten mit dem System, surfen, recherchieren, vorbereiten. All das klappt hundertprozentig und ohne irgendwelche Abstürze. Ja, die Updates der letzten Tage waren sehr umfangreich, aber das sind manche Updates unter Microsoft Windows auch. Hyper-V, von der Belastung her ist das absolut okay. Und momentan wird das hier ausgeführt mit, ja, 8 GB habe ich ihm gegeben, 6 GB nutzt er. Der würde auch mit 2 GB arbeiten, aber je mehr, desto schöner, desto besser. Und wie man hier sieht, ich experimentiere sehr viel mit dem System, und das Schöne ist halt, Prüfpunkt im laufenden Betrieb erstellen,
wie hier oben kurz ablaufen gewesen. Und wenn jetzt irgendwas kaputt gegangen wäre, wenn ich was Neues installiert hätte, unter Hyper-V kein Problem. Ich würde es einfach anklicken, würde sagen, du, pass auf, anwenden. Und dann bin ich wieder auf dem alten Stand. Wie man sieht, teste ich viel mit den Systemen rum, was aber momentan gar nicht oder noch nicht bereitgestellt worden war. Ich gucke gerade nochmal, hier, also 22.04 wird auch noch nicht von Microsoft bereitgestellt als Paket. Also ich bleibe bei meinem Tumbleweed, weil das funktioniert völlig problemlos.